Tja, ein GTI, der ist halt ein GTI, das bleibt auch ein GTI. Das Auto sieht auch richtig cool aus. So, jetzt hat sich hier mal die Nebenscheibe noch schnell an. Genau, in Kingsrad haben wir den heute. Nicht ganz nagelneu, aber immerhin noch neu. Vor allem, Besonderheit, habe ich für den Handschalter entschieden, weil Handschalter einfach puristischer. Wenn schon GTI, dann auch als Handschalter. So zumindest meine Meinung, obwohl ich ja super gerne DSG fahre. Aber ich finde das als Handschalter auf jeden Fall spannend für dieses heutige Review. Und damit ein herzliches Willkommen zu Automativ.de. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Benjamin. Wir haben hier 245 PS unter der Haube. Das Auto gleich vorneweg, das beginnt bei rund 36.000 Euro. Das ist rund 1.500 Euro günstiger als die Version mit DSG, mit Doppelkupplungsgetriebe. Ja, vorne an der Front, wir haben hier, wir sehen schon die typische GTI-Signatur mit den 5 Punkten hier auf jeder Seite. Manche sagen, sie kommen von Renault Megane S abgeschaut. Ich sage, wenn es cool aussieht, warum dann nicht auch hier? Und es sieht natürlich auch ein bisschen anders aus. Darüber ganz normal die Scheinwerfer und diese rote Zierleiste hier. Einem richtig guten Auge fällt auf, die rote Zierleiste, die ist in einer anderen Farbe als diese Außenfarbe. Wir haben hier beim GTI, bei den GTI-Generationen ja mittlerweile 3 Farben gehabt von den ersten GTIs, die es gab, die in Marsrot waren. Dann kam Tornadorot, das war schon eine kräftige Farbe und dann sind wir jetzt hier bei King's Red und überall sind die Farben ein bisschen dunkler geworden, ein bisschen kräftiger geworden. Auch dieses King's Red ist natürlich auch ein bisschen dunkler als das Tornadorot, was wir davor hatten. Zum Beispiel beim Golf 7er 7.2 GTI, den wir auch im Test hatten. Genau, und da diese Farben hier sich ein bisschen ganz minimal beißen, ganz genauso mit den roten Bremssätteln und mit dem Flitzer an der Seite, da muss man halt ein bisschen Abstriche machen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht schlimm. Da ist noch ein bisschen Ursprungs-GTI-Farbe drin. Ja, breite Front hier vorne. Wir haben hier so ein bisschen an einen Porsche 911 erinnerndes Haifischmaul hier vorne, ohne Unterbrechungen hier eine Leiste. Natürlich ist nicht alles offen zugunsten des CW-Wertes, hat man natürlich die Seiten hier zugemacht, aber wir haben beim GTI keine variablen Lamellen in diesem Honeycomb-Muster, sondern wie beim Porsche 911, der ja variable Steuerung hat, sondern wir haben hier alles offen in der Mitte. Zugunsten natürlich der Kühlluft für den Motor, der hier darunter sitzt. Und da schauen wir mal ganz schnell rein, wie das hier aussieht. Unter die Haube, da schaue ich ja selbst beim ID.4 immer ganz gerne. Wir haben hier natürlich farbenfrohe Tage, der ID.4 in Honey Yellow, den wir gestern hatten, auch im Review. Da haben wir vorne auch reingeschaut. Jetzt haben wir Tornadorot, also Gelb und Rot, schöne Farben in dieser tristen Jahreszeit. Ja, hier vorne haben wir keine Beschriftung mehr des Motors. Da steht auch nicht mehr drauf, wie viel er Hubraum hat zum Beispiel, was es ist. Wir haben ja natürlich einen 2,0 Liter TSI, den kennen wir im Prinzip. Also er wurde nochmal deutlich adaptiert und deutlich angepasst vom 7.2 und 7er Golf GTI, aber im Prinzip ist das der 2,0 Liter Motor mit 245 PS, den wir aus dem GTI Performance kennen vom 7.2. Hier gibt es keinen normalen GTI mehr, also es ist der normale GTI, das heißt, es gibt hier diesen normalen GTI immer nur als Performance-Version, wie es beim 7.2 als Performance-Version betitelt wurde. Das heißt, wir haben hier vorne auch eine Vorderachs-Quersperre drin, die intelligent die vorderen Räder bedient mit den jeweiligen Drehmoment-Zusteuerungen. Das ist ganz gut, auch in Kurven. Das werden wir hier auf dieser kurvigen Straße mal auch noch ein bisschen herausfordern. Leider haben wir Winterräder hier in dieser Jahreszeit, die natürlich nicht so viel Grip haben. Und es ist auch relativ kalt gerade. Das heißt, ja, wir werden da nicht wahnsinnig viel jetzt messen können. Aber es geht ja um das Feeling hier, vor allem mit dem Handschaltgetriebe hier. Genau, die Motorhaube, die ist aus Stahl noch. Ich wünsche mir ja immer, das haben wir ja auch beim Polo GTI gesagt, bei meinem absolut favorisierten Auto, dass die Motorhaube immer ein bisschen noch zu schwer ist. Eine Alu-Motorhaube, irgendwann, da fieber ich natürlich drauf hin. Gehen wir ganz kurz an die Seite. Wir haben hier, wie ich finde, die coolsten Felgen, die ein GTI jemals hatte, finde ich. Adelaide heißen die, sind 19 Zöller. Vor allem mit dieser roten Bremsenanlage hier dahinter sehen die richtig cool aus. Jetzt wäre es natürlich noch cooler, die Felgen, die gibt es natürlich auch für den Clubsport, also für die noch heißere Variante des GTI, GTI Clubsport. Der hat dann auch ein bisschen größere Bremsscheiben noch und vor allem gelochte Bremsscheiben. Das haben wir hier noch nicht. Da haben wir auch das gleiche Thema wieder wie beim Polo GTI.
weil die Bremsen, die kennen wir ja im Prinzip, die sind ja im Konzern weit verbreitet bei den sportlichen Modellen, dass sie ein bisschen faden. Man erinnert sich an das Nürburgring-Video, wo wir mit dem Octavia S über die Nordschleife gefahren sind. Das war vom Prinzip eher derselbe Aufbau oder ein ähnlicher Aufbau der Bremsanlage. Die fangen irgendwann an, nach der zweiten Nürburgring-Runde zu faden. Das sollen die gelochten Bremsscheiben vom GTI, die gibt es ja auch beim Golf R, beim neuen, nicht mehr machen. Man soll damit deutlich mehr Runden absolvieren können. Also man spricht jetzt von 6, 7, 8 Runden ohne merkliches Fading. Und das finde ich dann schon richtig interessant für die Leute, die dieses Auto auch auf dem Track fahren wollen oder auch mal sportlich über die Landstraße fahren für eine längere Zeit. Oder gerade vor allem in den Bergen irgendwelche Pässe fahren. Das haben wir ja auch sehr, sehr gerne mit dem Polo GTI gemacht und sehr, sehr häufig. Ja, an der Seite ist alles normal, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Niedrigere Schwelle, also ein bisschen tiefer gezogene Schwelle. Das Auto liegt ja auch ein bisschen tiefer. Es sind ja 10 mm nochmal weniger Bodenfreiheit als beim Seriengolf. Das gibt ihm natürlich noch ein bisschen mehr Standfestigkeit. Wir haben jetzt zwei 35er Räder, jetzt auch hier als Winterräder. Die sind schon ganz okay, die geben einen ordentlichen Grip. Vor allem, wir stellen uns vor, wären jetzt Sommerräder, dann haben die natürlich ein bisschen mehr. Ja, wir haben hier das Heck, finde ich cool. Wir haben ein bisschen größeren Dachspoiler, der kommt ein bisschen mehr raus. Natürlich nicht so stark wie beim Golf R, das optionale Paket mit dem Riesenheckflügel oder wie beim Clubsport. Aber soll auch noch ein bisschen Anpressdruck bringen, zumindest ein bisschen. Das ist ja eine leichte Abrisskante hier oben. Kann man schon ja als Spoilerlippe ein bisschen betiteln. Dann haben wir mittig GTI-Schriftzug, das ist ja ganz neu bei allen Volkswagen, entweder da steht Golf oder auch beim Polo GTI steht jetzt hier GTI und natürlich die schönen großen Endro, die wurden noch mal ein bisschen vom Durchmesser noch ein bisschen vergrößert gegenüber der Golf 7.2 GTI Generation. Das sieht einfach ein bisschen stämmiger aus und der klingt auch gar nicht schlecht, das werden wir gleich noch hören, wenn wir hier ein bisschen beschleunigen. Wir haben hier eine Beschleunigung von 6,2 Sekunden, mit dem Handschalter ist es ein bisschen langsamer, das war jetzt der DSG-Wert und wir haben hier unten natürlich noch ein bisschen eine Spukverkleidung, so einen leicht minimal angedeuteten Heckabschluss, der Diffusorabschluss, ja, wie man es auch nennen mag, und wirklicher Diffusor ist es natürlich nicht. So, das Allerwichtigste jetzt, das Fahren, die Fahrdynamik, die Beschleunigung und das Handling mit dem Schaltgetriebe, was ich davon halte, da bin ich selber richtig gespannt. Wir sind ja schon ein bisschen hier gefahren und das sehen Sie jetzt. So, an Bord. Wir haben natürlich auch hier das neue Lenkrad. Das ist richtig griffig. Hier an den Seiten ein bisschen gelocht, also Lochleder. Und natürlich GTI-Schriftzug, GTI-Logo hier unten und die roten Signaturen. Ganz genauso wie hier im Highlight dieses Autos im Schaltknauf. Und ich finde es toll, dass Sie das gemacht haben, dass es hier ein manuelles Getriebe gibt. Dann digitales Cockpit, auch mit GTI-typischen Anzeigen, ist cool. Vor allem mittiger Drehzahlmesser, finde ich richtig, richtig cool. Passt. Das ist ähnlich wie bei Porsche, nur dass es bei Porsche analog ist, aber hier ist es eben digital. Aber Hauptsache, er ist mittig. So, und dann haben wir hier natürlich auch wieder die Fahrmodi. Wir können hier auf Sport gehen oder auch individual und können hier auch die Fahrwerkseinstellung vornehmen und das stufenlos. Und das finde ich auch gut, vor allem wenn man richtig Hardcore fährt, dann kann man gerade auch auf dem Nürburgring oder auf der Nordschleife, hier gibt es ja kein Nordschleifenprofil von Benjamin Leuchter abgestimmt, aber zumindest kann man hier immer regeln. Das hat man auch zum Beispiel beim Audi RS Q8 gesehen auf der Nordschleife. Wenn dort Frank Stippler gefahren ist, dann hat er währenddessen immer geregelt das Fahrwerk, denn man braucht auch manchmal ein weicheres Fahrwerk, um über die Bodenwellen zu kommen. Wir lassen es jetzt so auf hart. Ich bleibe sowieso im Sportmodus hier beim GTI. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal die Kiste hier. Ja, man hört auch schon hinten was, hätte ich auch nicht gedacht, bei einem normalen GTI, dass man das dann doch so präsent hat, den Sound, dass man auch von hinten hört, dass da was an den Endrohren passiert. Finde ich gut. Finde ich, hätte ich auch nicht gedacht, ist überraschend, dass es so doch dann so viel ist. Und jetzt haben die Räder natürlich ein bisschen Schlupf vorne, weil es ist kalt und natürlich Winterräder, da ist es normal. Aber man merkt schon, man sitzt hier drin gut in diesen integrierten Sitzen, ohne separate Kopfstützen. Das sind so ein bisschen wie Schalensitze. Das ist ganz cool. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die Sitzposition, die ist richtig gut. Man sitzt im Auto drin. Man schaut hier auch, den Sitz natürlich ganz tief gestellt und der ist richtig von der Einstellung, vom Sichtfeld, richtig sportlich.
Und man merkt jetzt hier auf dieser unebenen Straße, da muss ich gar nicht so wahnsinnig schnell fahren, das machen wir gleich nochmal, dass das Fahrwerk sehr, sehr straff ist, aber für sich arbeitet. Und die Karosserie-Steifigkeit, die drückt sich ja meistens dadurch auch aus, dass es hier akustisch sehr ruhig ist, weil je weniger Schwingungen im Auto hat, desto steifer ist natürlich die Karosserie und die Entkopplung vom Fahrwerk. Und das ist hier in diesem Auto, finde ich, sehr, sehr gut gelungen, dass man hier so das Fahrwerk arbeiten lässt und die Karosserie ebenfalls arbeiten lässt. Ja, hier im Dorf, in der Stadt, ist das natürlich ein ganz normaler Golf. Man kann ihn als ganz normalen Golf fahren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auch mal auf Eco stelle oder auf Komfortabel, dann merkt man auch, das Fahrwerk nimmt sich deutlich zurück. Das wird hier alles sehr viel normaler. Man hat noch ein bisschen Brummen hinten. Das ist ja auch klar, weil es ist ja, bleibt ein GTI. Aber ansonsten kann man damit ganz normal fahren. Und das macht ihn auch aus, diese Alltagstauglichkeit. Das braucht er auch, weil es bleibt ja immer noch ein normaler Golf. Nur das Lenkrad ist weiterhin natürlich griffig. Was ich ganz cool finde, die Lenkradheizung, weil es ja auch gerade kalt ist, die hat hier, wenn man das mal sieht, da hat sie drei Stufen. Eine dreistufige Lenkradheizung habe ich tatsächlich noch nicht gehabt oder mir ist es nicht aufgefallen. Finde ich auch ganz witzig, wenn man mal wirklich richtig kalte Hände hat, dann kann man das dementsprechend einstellen. So, jetzt gehe ich aber wieder auf Sport und jetzt schauen wir noch mal, was das Auto so hier noch bringt. 245 PS haben wir, 370 Newtonmeter, klar, natürlich gerade hat man ja auch gesehen, viel Schlupf und wir haben hier auch hinten, hat man auch gerade gehört, wenn die Abgasanlage an ist, ich weiß nicht, ob man es hier im Mikrofon gehört hat, ein paar Pops and Bangs. Also man hat so ein bisschen diese Fehlzündungen, die natürlich eingesteuert sind, aber trotzdem ist es so ein warmes, wohliges Feeling, was hier der normale GTI schon an den Tag legt. Auch das trägt natürlich zu diesem sportlichen Gefühl bei. Und das finde ich, auch das finde ich einfach passend. Passend zu diesem Auto. Jetzt merke ich aber gerade, bevor wir weiterfahren, der Spurhalteassistent ist angeschaltet. Der ist immer an, wenn man nach Motor startet und der stört mich jetzt gerade hier auf dieser Überlandstraße, wo es ja eigentlich gar keine Mittenmarkierungen gibt. So, jetzt ist er aus. Jetzt kann man mal ordentlich weiterfahren. Ja, jetzt spürt man die Präzision. Wir haben hier auch kaum Spiel im Lenkrad. Das passt alles. Die Lenkung ist natürlich geschwindigkeitsabhängig im GTI. Das ist auch wichtig, ein wichtiges Feature. So dass man die Lenkwinkel eben bei flotteren Fahrten begrenzt. Und das Schaltgetriebe ist mir noch ein bisschen zu lang von den Wegen, minimal, aber ich bin auch ein bisschen hardcore. Ich könnte es mir noch vorstellen, dass es noch mal kürzer ist. Es gibt ja auch immer noch mal bei anderen Herstellern gab es früher immer die Option, den Schalthebel noch ein bisschen zu verkürzen, damit man noch ein paar kürzere Wege hat. Er ist toll, er ist richtig gut, auch fühlt sich ganz in Ordnung an, aber könnte noch ein bisschen kürzer sein. So, jetzt haben wir auch gar nicht mal so schlechten Grip, wie ich dachte. Und können hier ein bisschen flotter fahren. Ja, das merkt man schon. Das Auto ist ein typischer GTI und macht einfach echt Spaß. Der macht einfach Spaß, weil er so präzise ist und weil er so schön um die Kurven geht. Und gerade mit dem Handschalter kann man ja relativ hier zügig umgehen und die Gänge relativ zügig auch einlegen und sehr präzise einlegen. Da hagelt nichts. Da ist genau das der Gang, den man sich vorstellt. Der wird dann auch ganz automatisch eingelegt. Das ist einfach passend, wie ein Maßanzug. Ja, Wahnsinn. Vor allem auf unterschiedlichen Belegen, auf unterschiedlichen Straßenbelegen mit dem Differential hier. Das hat schon echt was. Mach nochmal die Nebelscheibe fahren, weil es so cool aussieht. Ja, der Golf GTI, der macht schon richtig Spaß. Ich wäre hier fast weitergefahren, weil es so Spaß macht. Und das ist ein normaler Golf GTI jetzt, der so viel Freude bringt und so viel technische Highlights schon
dabei hat. Und vor allem finde ich, ich bin ja normalerweise ein DSG-Typ, ein Doppelkupplungsgetriebe-Typ, weil es einfach schneller ist mittlerweile. Aber für dieses Auto als Ausnahme könnte ich mir tatsächlich vorstellen, nochmal auf den Handschalter zurückzugreifen. Ich finde es super, dass sie es gemacht haben hier mit einem Handschaltgetriebe, Sechsgang-Handschalter. Das läuft richtig gut, das liegt gut in der Hand, man sitzt auch richtig gut drin. Es macht einfach Spaß, dieses Arbeiten am Auto. Und man kann mit diesem Auto, vor allem hier in diesen, auf diesen Landstraßen mit diesem relativ schlechten Straßenbelag, kann man richtig viel Spaß haben mit dieser Abstimmung, die nochmal verfeinert wurde hier vorne an der Vorderachse. Und was wir noch haben vom Motor, die Elastizität. Ist mir aufgefallen, im fünften, sechsten Gang bei 70, 80 km/h, wenn man dann Gaspedal runterdrückt, dann kommt was. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das Ansprechverhalten des Motors, das ist so gut. Und die Power, die 370 Newtonmeter, die liegen so gut an, dass auch im fünften, sechsten Gang richtig Power kommt. Und auch bei 100, 110 km auf der Autobahn muss man da nicht wirklich im normalen Fahrbetrieb runterschalten, um dann Power zu bekommen. Und auch das finde ich eine richtig gute Sache. Ja, das Auto macht Spaß, es ist preislich in Ordnung, es sieht gut aus. Ich könnte mir also sowas schon vorstellen in der Automotivgarage. Wir testen ja auch eigentlich nur die Autos, die hier wirklich interessant sind am Markt. Und das Auto ist auf jeden Fall ein interessantes. Da sollte man sich mal, wenn man in diesem Bereich interessiert ist, auch umschauen. Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann freue ich mich sehr, sehr, dass Sie das getan haben. Und vergessen Sie nicht zu abonnieren. Schreiben Sie uns auch gerne in die Kommentare unten oder auch eine E-Mail, wie Ihnen das Auto gefällt, in welcher Farbe Sie es nehmen würden oder ob Sie sogar vielleicht schon eins bestellt haben oder es eins in Ihrer Garage steht. Da freuen wir uns sehr darüber. Machen Sie es gut. Wir sind, glaube ich, hier durch und wir sehen uns beim nächsten Mal.